Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization, eurem Flugticket nach Duna, bald zumindest mal wieder. Bis dahin wird aber noch gebastelt und in diesem Sinne erstmal ganz lieb Hallo. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende soweit. Und ich fange direkt mal an mit Hallo sagen, bevor wir zu dem ganzen anderen Stuff kommen. Nämlich ein ganz liebes Hallo an den Etienne, an Lord Grimmisch, an den Jojongs, an Mimir, an Oli, den Schnorpel und den Henry und natürlich auch an alle, die sonst noch schon da sind. Etwas ungewohnte Uhrzeit heute. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dankeschön, Meckes, für den Resub. 10 Monate in Folge steil auf dem Weg zur goldenen Rakete. Dankeschön. Und Meckes bedankt sich für die gute Unterhaltung. Und ich danke fürs treue Zuschauen und Subben. Dankeschön auch an dich. Genau, und damit auch noch einen schönen guten Abend an Meckes, an den Dajin, an den Bonsai. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und der Jojongs haut gleich noch 14 Monate hinterher. Vielen lieben Dank. Etwas ungewöhnliche Uhrzeit heute, wie gesagt. Liegt daran, einmal im Jahr, ta-ta-ta-ta, hat mein Spieleverein, in dem ich Mitglied bin, etwas, das nennt sich Jahreshauptversammlung, Mitglieder, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das im Verein? Okay, einmal im Jahr hat es eine Mitgliederversammlung. So, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ich weiß gar nicht, ob das Jahreshauptversammlung ist. Und da sollte man als Vereinsmitglied, als braves Vereinsmitglied natürlich hingehen. Deshalb bin ich heute ein bisschen später dran, deshalb erst um 19 Uhr gestartet. Also ansonsten ist gar nichts Schlimmes passiert. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Wenn ihr jetzt denkt, ah, irgendwie habe ich das aber gar nicht mitbekommen, sowas schreibe ich im Regelfall in den Discord hinein. Und es gibt auch einen Kalender. Mit Ausrufezeichen Kalender könnt ihr den Link zum Kalender bekommen. Da stehen die Termine immer drin. Und mit Ausrufezeichen DC müsste es sein. Oder ist es Ausrufezeichen Discord? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kriegt ihr den Link zum Discord. Beides gute Informationsquellen für sowas, wenn es euch interessiert, falls sich mal ein Stream verschiebt. Und ich bin kein BVB-Mitglied und ich bin auch nicht Mitglied in einem Ballspielverein. Ich bin Mitglied in einem Tabletop- und Rollenspielverein. Also Pen and Paper, bevor irgendjemand was Unanständiges von mir denkt. So, und jetzt auch nochmal vielen lieben Dank an den Lord Grimmisch für 4 Monate auf dem Weg zum halben Jahr. Genau, ist nicht mehr lange hin, dann ist bei dir das halbe Jahr voll und dann ist die silberne Rakete fällig. Vielen lieben Dank auch an dich natürlich. So, und da wir heute den, ich glaube, vorletzten Stream, vermute ich zumindest, haben werden im November noch, erinnere ich nochmal daran, über mir läuft der Spendenzähler mit. Diesen Monat im November gehen alle Einnahmen ans Haus der kleinen Forscher, also eure Spenden, eure Bits, eure Subs. Alles wird nachher in einen großen, großen Topf gemixt, einmal fest umgerührt und geht dann an die, als Spende ans Haus der kleinen Forscher. Das Haus der kleinen Forscher ist eine Initiative, die frühkindliche und Kinderbildung im Bereich MINT-Berufe fördert, um sie dafür zu begeistern, also Schulen auch unterstützt mit so Experimentkram und so weiter, also so der wissenschaftliche Bereich. Und das ist meine kleine gute Tat für dieses Jahr. Das muss dann aber auch reichen. Den Rest der Zeit versuche ich ja schon nicht so viele Kürbels umzubringen, dass das alles zusammengeht. So, DC Ausrufezeichen. Das, ach so, genau andersrum. Das Ausrufezeichen muss nach vorne, Odi. Bot-Befehle sind immer mit dem Ausrufezeichen vorne. Dann wird das wahrscheinlich auch was mit dem Discord-Link. So, was machen wir heute? Wir haben das letzte Mal unterbrochen bei der Ike-Tank-Station. Also die fehlt uns noch, die fertig zu bauen. Und dann gab es noch die Diskussion. Okay, dann ist es DC wohl nicht. Ich muss jetzt selber mal gucken. Dann ist es wahrscheinlich Discord, oder? Ha! Ich habe ja gesagt, Discord oder DC, ich weiß es nicht. Oder DC oder Discord. Genau, mit Ausrufezeichen Discord kommt der DC-Link. Haha, der Discord-Link. Genau, wir werden heute die Ike-Tankstelle fertig bauen. Dann gäbe es noch die Diskussion eines Duna Rovers, wobei der als optional zu betrachten wäre, potenziell vielleicht ein bisschen. Wir müssen auf jeden Fall Personal und Specialized Parts zu den Abbaustellen bringen. Und einen Low Resolution Altimetry Scan. Den könnte man natürlich irgendwo mit ranbauen.
Habe ich den irgendwo dran gebaut? Ich habe den bestimmt irgendwo nicht mehr dran gebaut. Wo muss denn gescannt werden? Donut tatsächlich. Könnte man natürlich auch sonst einen Satelliten hinterher schicken. Flybus, okay. Okay, fangen wir einfach mit der IKE-Station an und dann gucken wir mal, wo die Reise heute hingeht. Nächste Woche werden wir Dienstag auf jeden Fall weiterspielen mit Alien Isolation. Ich habe es nicht vergessen, ich drücke mich auch nicht, aber diesen Dienstag müsste ich eigentlich Zeit haben. Also es sieht gut aus. Ich werde das nachher noch in den Kalender eintragen. Das heißt, Dienstag 21 Uhr, Alien Isolation mit Puls oder bei, geht's weiter in die Terrorherrschaft der Aliens. Mal gucken, wie gut das funktioniert. ja, ich freue mich schon überhaupt nicht drauf. Genau, und dann dürfte es das für den November wahrscheinlich gewesen sein. Puh, Schock. Und Mortler, vielen lieben Dank. Wenn ein Wissenschaftler ein Brot belegt, ist es dann wissenschaftlich belegt? Ich denke nicht. Vielen lieben Dank für deine 5 € Spende. Geht natürlich, sobald der Counter sich da oben updatet, der über mir, mit auf den Spendenpot drauf. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. So, jetzt gucken wir mal. Das müsste Ike Space Station sein, genau. Ich hatte da sehr lausig angefangen. Lausig und schnell. Wobei die Überlegung hierbei war, es tatsächlich nicht zu übertreiben, also mit voller Absicht es tatsächlich nicht zu übertreiben. Man könnte hier übrigens nochmal gucken, dass wir ein bisschen Command und Control dazwischen bringen, dass wir ein bisschen Druck dahinter haben, ein bisschen Torque, wenn wir sie drehen wollen, damit man hier einfach verschiedene Typen von Raumschiffen andocken kann. Das Ganze gesteuert durch einen Probe Core und eine, ich nenne es wirklich mit voller Absicht, Notunterkunft. Wo die Kerbals kurz an Bord gehen könnten. Da könnte man jetzt natürlich noch überlegen, ob man einen kleinen Life Support Container dazwischen baut. Um eine Notfallversorgung zu haben. Sonst sterben die da oben drin natürlich relativ schnell. Sieht aber auch nicht hübsch aus. Ich gucke mal, ob ich was Hübscheres finde, um darüber die Notfall-Lebensmittelversorgung zu finden. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ich glaube tatsächlich, dass der ein bisschen hübscher aussieht. Aber der fügt sich da auf jeden Fall sehr viel besser ein. So, lieber Hugo, vielen lieben Dank für 3 Monate in Folge. Das ist dann die bronzene Rakete. Dankeschön für den Resub und weiterhin ganz viel Spaß beim weiterhin zugucken und nicht traurig sein. Ich wurde nicht benachrichtigt worden. Von was wurdest du nicht benachrichtigt? Oh, Ungu, sorry. Hast du die Benachrichtigung nicht gekriegt? Manchmal ist Twitch ein bisschen böse. Ihr müsst aber gucken, ob ihr das auch wirklich eingeschaltet habt. Die Kanalbenachrichtigungen. So, damit haben wir Supplies. Wir müssen halt nur noch welche mitnehmen. Wie viel wiegt das? 4 Tonnen. Genau, dann haben wir ein bisschen Vorräte in der Station, falls da doch mal jemand wohnt. Dann brauchen wir noch Strom und Funk. Und alles andere übernehmen gedockte Schiffe, würde ich sagen, ne? Da können wir den Treibstoff reinpumpen. Die Frage ist, reicht uns das?
Reicht uns das? Die andere Überlegung wäre ja zu sagen, jetzt müsst ihr mir mal ein bisschen eure Meinung dazu sagen. Wir können natürlich das ganze Teil auch so bauen. Obwohl, das wird schwer zu bewegen, ne? Dass wir sagen, hier hinten gibt es wirklich eine. Eine Sektion, in der man Dinge speichern kann. Die Benachrichtigung ist immer bei mir an und bei Crazy, falls sie doch nochmal KSP streamen sollte. Arid, nee, du hast noch nicht viel verpasst. Ausrufezeichen Uptime gibt dir auch immer die Antwort, wie lange der Stream schon läuft. Es sind etwas mehr als 10 Minuten mittlerweile. Also keine Unmengen an Zeit, die da bisher vergangen sind. So könnte man das natürlich auch machen. Das wäre die Variante um die Station. Ich finde es optisch fast ein bisschen besser, wenn ich es aber auch. Es wird halt ein bisschen schwierig zu transportieren dadurch. Aber gut. Ich glaube, ich lasse es so. Ich glaube, optisch wird das nachher schöner und wir können auch deutlich mehr. Also als Raumstation ist es schöner, es in den Orbit zu bekommen, wird ein bisschen. Meh. Aber gut, irgendwas ist immer. Irgendwas ist ja bekanntlich immer. So, dann machen wir hier noch einen Docking-Port ran. Zu Recht auch einen Construction-Port. Und bei den Dingern hier könnte man eigentlich auch nach außen Construction Ports hinbauen, falls wir irgendwann mal auf die wahnsinnige Idee kommen, das zu erweitern. So. Jetzt brauchen wir Stromspeicherungsmedien. Wir nennen sie in Fachkreisen auch Batterien. Da die Kiste hier nicht viel verbraucht, sollte das hinhauen, ehrlich gesagt. Ah, da ist auch schon 1000 drin. Der kann auch nochmal 4000. So, und jetzt habe ich, glaube ich, eine ganze Menge von euch verpasst, glaube ich, ne? Also erstmal noch ein ganz liebes Hallo an den Herrn Spanker. Ich glaube, ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. An den Senfsoße und an den Paul und den End. Joa. Ich hoffe, ich habe das so richtig vorgelesen. Moin, grüßt euch, ganz herzlich willkommen. Wir bauen weiter eine Ecke Space Station, die wir heute auf jeden Fall fertig bekommen. Und dann müssen wir mal ja ein bisschen in der Rover-Forschung arbeiten. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, das wird Kacke zu starten, aber ich glaube, es ist der richtige Move, was das angeht. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir im Idealfall eine Solarunterstützung haben, die unsere landenden und startenden Raumschiffe nicht zu sehr stört. Sowas zum Beispiel nicht.
Maximal übertrieben. Was wird das genau? Das soll eine Tank-Relay-Station werden. Das ist es nicht. In der Theorie hätte ich natürlich auch Bock, das hier zu benutzen. Ich bin mir halt nicht sicher, wie es wirkt. Ah, das könnte aber mit zweien gar nicht so schlecht aussehen. Jetzt brauche ich mal euer optisches Urteil. Und vor allen Dingen auch. Huch. Also von Drehung her ist es dann nämlich auch cool. Guck mal, es kann sich da so durchdrehen, ohne was kaputt zu machen. Zack. Optisch schön ist was anderes. Was? Wie schön ist was anderes? Shadow Drone, vielen lieben Dank für 5 Bits. Die gehen natürlich auch mit in den Topf. Ich habe keine Ahnung, ab wann die Alarme triggern. Ab 25 oder so. Vermute ich. Blasen die Tanks sich nicht auf? Ja, die werden sich aufblasen. Deshalb habe ich das Ganze auch ein bisschen nach oben verlagert. Können natürlich auch was ganz Einfaches nehmen. Eigentlich reicht das auch, ehrlich gesagt. 12 pro Sekunde. Solarpanelkreis. Wir können natürlich auch einen Kreis machen. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ein Kreis, ein Kreis, ein Kreis. Ich weiß noch nicht, ich habe den jetzt ein bisschen oft benutzt. Ich will ihn auch nicht zu sehr abnutzen. Der hat halt einen Nachteil, wenn die Sonne wirklich exakt von vorne oder hinten kommt, haben wir ein Problem, ne? Ein Kreis mit den anderen. Mit den großen Paneelen ein Kreis. Was? Das verstehe ich nicht, Ungu. Senfsoße, vielen lieben Dank für den 16. Monat in Folge und ich gebe dir völlig recht. Das ist schon so lange Zeit, dass wir tatsächlich mal, vielleicht sollten wir mal ein beratendes Gespräch führen, wen du in Zukunft mal mit deinem Prime Sub besuchen kannst. Solange wir das aber noch nicht geklärt haben, freue ich mich natürlich sehr, dass du ihn hier lässt und vielen lieben Dank für deinen Resub im 16. Monat. Dankeschön. Die zwei, die du vorher hattest. Das dreieckige Solarpanel, davon ein Kreis. Hä? Wie soll ich denn aus denen einen Kreis bauen? Ihr verwirrt mich, Freunde. Das ist. So? Aber die drehen sich doch. Und wisst ihr, was die kosten? Die kosten ungefähr 1 Milliarde Euro. Also 18.000 Pfands, meine ich. Fächer als Kreis haben, aber die drehen sich doch auch in der Ebene. Also kann man schon machen, ist aber echt sackteuer. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie viel Strom ihr hier verbrauchen wolltet. Also wir könnten jetzt sowas machen hier zum Beispiel, ne? Ich zeige euch das mal. Das meintest du? Ah, okay. Ja, aber. Ach, guck mal, das ist nicht gleichmäßig. Oder? Doch, geht. Okay, also ja, man kann völlig übertrieben Solarausstattung machen. Wäre dann jetzt auch im Idealfall
würden wir 750, what the holy shit, auf jeden Fall eine ganze Menge Strom erzeugen. 750, 800, 900, doch 900 Strom im Idealfall erzeugen. Ja, lassen wir so, ne? Kostet halt auch nur, wartet mal. Guck mal, wie der Preis von dem Raumschiff auch runtergeht. Von der ganzen, die ganze Station kostet einfach mal 200 mehr. Wegen den Solarpanelen. Was ist denn mit den normalen Platten? Ja, ich weiß nicht. Ist halt langweilig, ne? Ist halt einfach auch langweilig. Aber ja, man könnte natürlich auch einfach sagen, man nimmt hier zwei Solarpaneele, klappt die aus, die drehen sich in jede Richtung. Super, kostet nicht mal 6.000. Genau, ist ja nur eine Tankstation, richtig. Genau, im Prinzip, die verbraucht keinen Strom großartig. Lass uns doch einfach die zwei kleinen Paneele nehmen und gut ist. Das Ding muss doch nur für seinen Basisbetrieb eigentlich Strom bekommen. Gut, dann brauchen wir noch eine Antenne. Tendenziell würde ich die nehmen, dann haben wir auch noch mal ein Relay. Ich brauche die auch nur einmal. Ich würde die auf die Seite bauen. Kann man die später aufklappen? So sieht das auch nicht aus. Zwei sind gefährlich. Es gibt zwei Richtungen ohne Sonneneinstrahlung. So, wenn die Sonne direkt so drauf steht, meinst du? Aber dann wird das auf den Nupsis wieder so komisch. Probieren wir mal leicht was Asymmetrisches. Höhen versetzt. Das stimmt, die Panels können von den Tubes unten drunter verdeckt werden. Aber ich will sie halt auch nicht so nah da drin haben. Die andere Alternative wäre halt zu sagen, wir packen sie hier dazwischen. Aber die Dinger füllen sich halt mit der Zeit, ne? Nehmen wir mal. Ah, ich kann die nicht aufpusten. Wäre auf jeden Fall mal was anderes. Als Ende der Tanks statt Ports. Alle einzelne.
Dann noch was Nettes. Was Nettes. Für die Enten hier. Photovoltaik. Hier können wir jetzt natürlich fast sowas hier machen. Ah, Freunde, da kriegt man nichts ran. Da kriegt man nur so Port-Sachen ran. Ist ja ärgerlich. Jetzt kannst du auch landen. Ah, ich weiß nicht, was die für eine Impact-Tolerance haben. Ich nehme an, keine hohe. Oh, 7 Meter pro Sekunde. Aber vermutlich halten sie nicht viel. Zack. Aber so kriegen wir das gut verpackt. Ich glaube, ich lasse das tatsächlich so. Jetzt nur die Frage, mache ich da jetzt wieder Docking-Ports drauf? Ich bin unschlüssig. Ich bin tatsächlich unschlüssig, aber wahrscheinlich ist Docking-Ports das Sinnvollste, falls man es... Also es sind ja Construction-Ports. Entschuldigt bitte, da versagt meine Stimme kurz. Für eine spätere Erweiterung wahrscheinlich am sinnvollsten. Okay. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass wir so am Ende am besten fahren. Wir haben viel, viel Platz, um Treibstoff einzuspeichern. Wollen wir auch Platz für Monopropellant schaffen? Erfahrungsgemäß ist das gar keine dumme Idee. Zumindest so ein bisschen. Monopropellant einspeichern zu können. Also ich hätte jetzt sonst nämlich gesagt, einen Tank könnte man anbauen. Oder zwei. Guck mal. Da hätten wir Platz für die Tanks. Hä? Warum macht er jetzt nicht zwei draus? Interessant. Dass man jetzt sagt, ja, Entschuldigung, man sagt, hier kommt Monoprop rein. Dann hätten wir hier eine zwei schöne Saddle Tanks nochmal mit Monopropellant. Den runden Inline. Du meinst den hier, ne? Ich will ja nicht viel Monopropellant speichern. Ich meine, damit können wir 500 Monoprop speichern. Das reicht locker flockig. Ich würde es mit Absicht gerne sehr klein halten. Aber dann haben wir zumindest die Möglichkeit. Genau, morgen landet InSight auf dem Mars. Live ist... Achso, du meinst den? Ja, pff, nö, ich glaube nicht. Das ist halt einfach zu viel. Da passen ja wieder zig hunderttausend Monopropellant rein. Weil das sind ja hier die großen... Genau, das ist ja der hier dann wahrscheinlich, ne? Nee, noch größer. Hm. Genau, mit den Insight-Sachen könnt ihr auch noch mal gucken. Sekunde, NASA Insight Stream. So, also es wird dazu natürlich einen Stream von der NASA geben und ich poste euch jetzt hier mal den Link. Live ist halt relativ, ne? Also ich bin mal gespannt, was da so kommen wird. Aber es wird auf jeden Fall verzögert sein. Also wenn wir sehen, was auch immer passiert ist, dann ist es eh schon durch. Von daher ist das relativ. Relativ flexibel zu sehen mit dem Live. So, darauf wollte ich hinaus. So, jetzt erstmal kurz. Erwässerchen. Major, hast du heute Abend deine Tabletten schon wieder nicht genommen? Sehr schön. Okay, dann haben wir das. Und dann hätte ich gesagt, lasst uns das jetzt erstmal so speichern. Wir haben noch
echt lange Zeit bis zum nächsten Startfenster nach Duna. Dann können wir die Station losschicken. Und wir haben jetzt noch ein bisschen was auf der To-Do-Liste, nämlich vor allen Dingen auch ein Rover. Ich hake hier mal die Tankstation ab. Ein Rover für Duna, für die Duna-Crew, damit die sich ein bisschen die Umgebung angucken können. Und ich hätte mal gesagt, wir bauen den drüben in der SPH, also in der im Space Plane Hangar, weil sich da Fahrzeuge einfach ein bisschen schöner bauen lassen als im Vehicle Assembly Building. Und dann können wir unsere anderen Manöver mal noch durchexerzieren, die Signs einsammeln. Was ist denn eigentlich mit... Was ist eigentlich mit dem neuen Tankschiff? Habe ich da irgendwas verpasst? Vergessen, irgendwas einzuspeichern? Oh, das wurmt mich jetzt. Jetzt muss ich mal kurz bei Mymos gucken. Was ist denn da? Was ist denn mit dem neuen Tankschiff los? Jetzt, wo die Produktion wieder läuft, habe ich da irgendwas vergessen? Es kommt mir gerade so vor, als ob ich da was vergessen habe. Dum, dum, dum. Ich glaube, ich habe ihn gelandet, ne? Aber nicht zurückgeflogen. Wo ist Luis? Hey Klims, grüß dich. Okay, ich muss jetzt mal kurz zur Raumstation. Ich habe so das ungute Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich bin mir nicht sicher. Verdammte Axt. Ich hoffe, er ist da einfach angedockt und ich habe nichts vergessen. Ich habe aber das ungute Gefühl, dass ich ihn vergessen habe und Louis irgendwo in irgendeinem Raumschiff durchs Weltall driftet. Lake Herman, grüß dich. Was hast du verpasst? Das kommt jetzt drauf an, wie viel du von der Serie schon gesehen hast. Hast du die Frage, was du heute Abend schon verpasst hast oder was du so generell verpasst hast? Okay, er scheint gedockt zu sein. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, ich muss mir nicht ganz so viele Sorgen machen. Okay. Raumschiffe hier sind soweit alle glücklich. Und die sind auch fertig betankt. Nur heute. Heute hast du noch nicht so viel verpasst. Wir haben so ein bisschen die Ike-Tankstation fertig gedengelt. Und wollen jetzt einen Rover bauen. Da, für einen ganz kurzen Moment hatte ich so ein... Ah, wo ist eigentlich mein Tankschiff-Aussetzer? Der hat sich dann aber gerade relativ schnell gelegt. Ist angedockt, ist genau da, wo es sein soll. Alles ist super. Ich gehe jetzt ins Space Center zurück und jetzt bauen wir einen Rover für Duna, damit die Duna-Bewohnerschaft in Zukunft auch so kleine Lustfahrten machen können. Nee, tatsächlich nicht nur Lustfahrten, sondern es wäre auch der zwar spriteffiziente, aber nervige Weg, um zu einer von den Abbaustationen zu fahren, um dort mit Specialized Parts. Also Idee ist auch, dass der Rover Specialized Parts, ich denke mal, Machinery Kits. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Machinery Kits und. Nee, oh Gott, warum sage ich das immer? Material Kits und Machinery transportieren kann, weil Specialized Parts.
Machinery und Material Kits, oh Gott, warum liegen die so nah beieinander, diese Namen, sind halt die so die drei Sachen, die man potenziell braucht, um irgendwo was wieder in Betrieb zu nehmen. Das würde ich mit dem Rover gerne transportieren können und nebenbei kann man mit den Kerbals halt auch noch rumfahren. So, jetzt zurück zu Klims. Vielen lieben Dank, 17 Monate in Folge. What the holy. Danke, Klims. Wow, da rücken so langsam die 2 Jahre in greifbare Nähe. Vielen lieben Dank dafür und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Und so, Ryan, hi Jenny, grüß dich. Na, läufst du immer noch auf der Gamescom rum? Hallo, hallo. So, also Rover bauen. Wir wollen einen Rover bauen. Die Mission ist klar, was er können muss. Jetzt heißt es nur noch, ihn bauen. Im Idealfall so, dass vielleicht zwei, drei Leute mitfahren können und die auch nicht nach einer halben Stunde tot nach hinten umkippen, weil sie verhungert sind. Dann braucht Klims ja noch eher ein beratendes Gespräch. Ja, wahrscheinlich brauchen das ein paar von euch, aber oh, stehen die da hinten so richtig in Reihe und Glied zum Rausfahren? Seit wann ist das denn so? Seit wann sind denn Kerbals so ordentlich? Machen wir mal eine Selbsthilfegruppe auf. Darauf wollte ich hinaus. So, Robert ist noch auf einer Versammlung. Nee, Robert ist mittlerweile hier. Das erkennt ihr daran, dass ich hier bin. Der Red Pack ist ja nur dieser kleine. Also ich würde schon sagen, wir nehmen wahrscheinlich den Karibu, oder? Also ich finde, der Karibu ist halt einfach so der. Ein Kerbel-Teddy von Robert. Aerith, bitte reit mich jetzt nicht rein. Das ist ja gar nicht mehr in die Lande. Wow. Jetzt schon ist das komisch geworden ist. Ja, das sind auch keine Pokémons mehr. Das sind auch keine Pokémons mehr. So. Also. Cockpit. Zack. So. Nein. Wir könnten ihm eine Engine verpassen, um ihn selber anzulanden. Ich glaube aber tatsächlich, dass das drüber. Wir probieren es aber mal. Also nur weil ich jetzt sage, dass das drüber wäre, heißt das ja noch lange nicht, dass man es nicht trotzdem machen könnte. Da ist nämlich auch Fuel drin, ne? Ja, cool. Wir gucken mal, wie viel Delta V dabei so rauskommen. Weil wenn wir es schaffen würden, natürlich damit einen Rover hinzubekommen, der so ein paar Delta V hat. Um dann selber die finale Landung zu machen. Das wäre schon abgefahren und cool. Das wäre richtig abgefahren und cool. So, ich befürchte ja, wir brauchen eine Crewkabine in irgendeiner Form. Passagierkabine ist noch mal was anderes, oder? Okay, wir brauchen eine Crewkabine. Die gibt uns Habitation. Damit könnten wir natürlich auch längerfristige Expeditionen machen. Was cool wäre. So. So, jetzt setzen wir hier mal. Ich will mal gucken, wie sich das Habitation-mäßig so auswirkt. 237. Zack, bei drei Leuten. Okay, und 101 Tage, wenn alle drin sitzen. Okay. Hattest du nicht schon einen Rover? Ich hatte mal einen Rover auf dem Moon. Aber der hatte so ein paar kleinere Probleme. Um es nett zu formulieren. Ich guck mal kurz, ob ich ihn noch finde. Ich meine, dass der so ein paar kleinere Störung hatte vielleicht, ich weiß nicht. Panda? Nee. Investor Buggy? Nee. Ein Hover Rover ohne Funktion, ja. Panda? Okay, ich kann zumindest nachvollziehen, warum er so hieß. Was
zur Hölle ist mir denn, was ist denn da in meinem Kopf vorgegangen? Ach, das war dieses, war das dieses Trainingsmobil, mit dem ich probiert habe, wie Planetary Transfers und sowas funktionieren? Ich glaube. Well. Well. Zylone? Nee, Zylone. Was ist was zur Hölle? Der Kamera oben drauf. Was ist nur falsch mit mir? Wo habe ich das denn abgesetzt? Hab ich sowas benutzt? Nein, oder? Gott, ist das fürchterlich. Also, falls ich einen habe, einen funktionsfähigen, coolen. Ich bin mir sicher, dass er das auch nicht ist. Ich baue jetzt einfach den Duna Rover. Glaub mir, das bringt hier nichts. Duna Lander? Ah, nee, da fehlt ihm irgendwas. Vielleicht war er das, aber irgendwas, was dran angebaut ist. Ist das ein Schulbus? Ja, da kommen die ganzen Kinder rein, wenn sie nach Duna verschickt werden. So, Cargo Crates wäre natürlich eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit. Akita ist auch komisch. Flatbed Wheelbay. Nee. Zack. Zack. Ah, wird auch schon wieder ein bisschen lang, ne? Der Duna-Dackel. Not sold on this one yet. Anhängern. Person und ein Materialanhänger. Ach, die muss ich ja dann auch wieder anlanden, ne? Generell wäre aber ein variables System natürlich ganz nett, ne? Man sagt, man macht tatsächlich. Ja, ich verstehe. Okay, also ich glaube, als erstes verabschiede ich mich mal von den, von diesen VTOL-Modulen. Ehrlich gesagt finde ich die nicht so toll.
So, wie viel Habitation hat er jetzt? 17 Tage. Ha. Okay, also wir haben jetzt hier ein, ich sag mal, Modell. Wir fahren mal schnell irgendwo hin, Rover. Zack. Mal kurz gucken, wie die Länge aussieht. Ich glaube fast, dass der ein bisschen arg kurz ist. Aber müssen wir gleich mal schauen. Ich finde ihn ein bisschen zu kurz. Ich finde die Idee mit den. Mit dem Anhänger ganz nett, aber ich finde den hier noch ein bisschen zu kurz als Zugmaschine, glaube ich. Ich glaube, der kippt auch nach vorne um. Ich würde da noch was dazwischen stecken. Ich glaube, ein kurzes Modul. Ein kurzes Cargo Bay, oder? So, wir können gleich mal testen, ob man das umstellen kann. Energie wäre natürlich auch spannend, ja, aber es gibt, glaube ich, keine Batterie in diesem Format. Wartet mal. Gerade eine ganz andere Idee. Was wäre, wenn? Was hat das? Was hat 2,5, würde ich sagen, ne? Aber ich glaube, der passt da nicht so gut dazwischen optisch. Ich stecke jetzt einfach mal ganz kurz was rein. Mal gucken, wie das aussieht. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Dann könnten wir darüber nämlich verschiedenste Dinge reinpacken. Guck mal, das sieht nicht so schlecht aus. Wir können das deployen. Ist die. Ah, ärgerlich. Okay. Das ist noch nicht so gut. Da müssen wir mal gucken, ob wir das gedreht bekommen. Auf eine Höhe. Ja. Kurz. Weil dann hätten wir natürlich maximale Varianz. Wir könnten jetzt hier alle möglichen Sachen von Essen, Fuel Cells, Akkus, Supplies, bla. Wir können alles reinpacken und über KISS und KESS später auch austauschen. Das darf halt nur nicht. Ah, das bewegt sich knapp am Boden vorbei, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Sehr schön. Das ist doch mal eine Möglichkeit, oder? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon, wenn wir das so machen? Wir gehen jetzt hier nämlich mit Live-Support-Dingern rein. Wir haben irgendwo auch. Wir können Kacketank mitnehmen, damit der Mulch nicht verloren geht unterwegs. Und irgendwo. Gibt's nen da eine Battery auch? Sehr schön. Ah, es ist, glaube ich, genau das, was wir haben wollen, Freunde. Das ist genau das, was wir haben wollen. Praxis, ja, das wird alles hier auf Körben getestet. Keine Sorgen. Keine Sorge. Hörnchen, Gershi, grüße euch. Hallihallo. Hallihallo. So, wir nehmen erstmal auf jeden Fall zwei Fresstanks mit. Vielleicht sogar mehr. Nee, ich glaube, die machen wir da in die. Nee, die Fresstanks machen wir nach unten, weil da muss im Normalfall keiner ran. Nur zum Nachfüllen. Jetzt muss man das nur noch so hinbekommen, dass ich was sehe und hier arbeiten kann.
Vielleicht nehme ich diese Ummantelung mal ganz kurz ab. Ich Vollidiot. Dann kann man hier nämlich wahrscheinlich auch arbeiten. So. Also wir machen drei Fresstanks. Was wird das? Das wird der Duna Rover, genau. Zack. Zack. So, dann hätten wir nämlich jetzt schon für die Kerbals, die da drinnen leben, Supplies für 27 Tage. Das ist sogar mehr, als wir eigentlich brauchen mit der Habitation. Das heißt, wir könnten nochmal überlegen, ob wir einen rausnehmen, 23 Tage und dafür einen Mulchtank einbauen. Weil, wie gesagt, für längerfristige Ausflüge würde ich dann eher gucken. Wo ist er? Der Kackertank da. Würde ich dann eher gucken, dass wir einen Anhänger haben, der das unterstützt. So. Sehr schön. Okay. Zack. Jetzt brauchen wir Batterien. Die waren da oben irgendwo. Die speichern Strom. Wäre jetzt natürlich zu viel verlangt gewesen zu sagen, wie viel. 500. Okay. Das Auto speichert bestimmt auch noch mal ein bisschen was. Auch noch mal 500. Okay. Experimente kommt später noch. Das ist ja der Laboranhänger, was ihr meint. Nein. Also ich würde es jetzt hier tatsächlich sehr rudimentär halten. Das ist einfach ein Rover, mit dem man mal schnell irgendwo hinfahren kann. Und die wichtigsten Sachen mit dabei hat. Eine Fuel Cell, wenn man nachts fahren will, macht wahrscheinlich auch Sinn. Für Notfälle. So. Ich glaube, was wir wirklich brauchen. Nee, ich würde tatsächlich hier. Keine Ahnung, ob uns das was bringt. Ich würde tatsächlich einfach mehr Batterie. Also hauptsächlich geht es ja darum. Das ist Universal Storage, das Continued oder 2 oder wie auch immer es heißt, genau. Also das ist das aktuelle Universal Storage. Kriegst du aber auch über das Modpack raus. Einfach Ausrufezeichen HKK2 eingeben. So, ich extende jetzt hier einfach unseren Batterietank. Ganz oben haben wir die Möglichkeit. Uns nachts zu verlustieren. Irgendwas hat er jetzt gerade überhaupt nicht funktioniert. So. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht irgendwie länglicher aus, als es sollte. Das Teil. Ich glaube, der muss mehrere Stationen haben. Da gibt es bestimmt auch noch einen kleineren. Die gute, ein nur ein Stück Alkaline Fuel Cell. CO Play. Besser. Sehr, sehr viel besser. So. Ich habe gehört, du tust dir demnächst mal Faktorio an. Ja, ich habe mit dem Krampfgarten darüber gesprochen, dass wir mal, ob wir mal was zusammenspielen wollen und warum dann nicht Faktorio, weil das spielt er ganz viel. Demnächst ist hierbei aber bitte im Bereich Januar oder sowas zu sehen, weil wir haben schon darüber gesprochen, dass das im Dezember, glaube ich, eher nichts mehr wird, weil ich da auch nicht so viel Zeit habe. Genau, ja, also das, ich habe ja auch schon mal Faktorio gespielt. Also keine Falschaussage. Der Krampfgarten und ich werden nächstes Jahr mal was zusammen machen. Und es wird wahrscheinlich Factorio sein.
um soweit die Infos mal zusammenzufassen. So, gut, damit haben wir unser Autochen ein bisschen, das Autochen ein bisschen verlängert. Wie gesagt, mit voller Absicht keine Experimente und so dran. Hast du dich jetzt eigentlich für ein Teleskop entschieden? Nee, Mimi, ich habe dich gefragt, weil ich das ist für mich so eine langfristige Entscheidung. Auf meinem Dinge, die ich kaufen möchte, Backlog-Liste liegen noch ein paar andere Sachen. Ich möchte meinen Stuhl gerne mal durch was etwas Rückentauglicheres ersetzen. Das ist nämlich eigentlich ein Fernsehsessel. Und ich habe noch so ein paar Sachen für den Stream, die ich vorher noch machen möchte. Und danach hatte ich mir überlegt, ein Teleskop mal ins Auge zu fassen, um auch Bilder machen zu können und das auch für den Stream mal nutzen zu können, um vielleicht mit euch zusammen mal ein paar Bilder anzugucken, die man nachts geschossen hat von irgendwas. Oder vielleicht mal zu gucken, ob man es über die Digicam gekoppelt bekommt mit dem Stream, dass man über ein langes Kabel, ich weiß nicht, ob das bis zum Balkon reicht, aber sowas in die Richtung ist aber eher so ein Projekt für zweite Jahreshälfte 2019, weil das ja auch nicht ganz billig ist. Leider. Leider, leider. Also nein, ich habe mich noch nicht entschieden. Wird aber früher oder später sicherlich noch passieren. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das funktioniert so nicht. Dass wir hier noch unsere Kisten draufpacken. Damit könnten wir dem Ganzen nämlich noch so ein bisschen. Zack. Ich meine, die Teile haben Inventory. Ich meine, die haben Inventory. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es wird hier immer nicht angezeigt. Ich spiele mit dem Gedanken, aber Borg, ja. Ich spiele mit dem Gedanken. Ich mache da so eine Crate drauf. Ich finde das gar nicht so schlecht bisher. So, ich würde mal für einen Junior-Port erstmal tendenziell werben. Könnte aber auch normaler sein, ne? Ich habe eine EOS M6, ja. Also ich hätte schon was, was ich da anschließen könnte. So, das wäre es dann quasi. Gut. So, dann könnten wir hier nämlich das Inventory-Zeugs reinpacken. Da kann man so Schraubenschlüssel und allen möglichen Mist reinlegen. Und hier könnten wir sagen, so ein bisschen zu Platz haben wir jetzt. Für kurze Fahrten, wir haben hier einmal, weil die Hauptdinge werden wahrscheinlich sein, irgendwas auszuliefern. Machinery-mäßig oder jetzt kommt der lustige Part, Specialized Parts. Na, komm, sag, dass du die kannst. Ja, Specialized Parts. So. Kann man die Räder noch runterziehen, mehr Bodenfreiheit? Eigentlich ist die Idee dahinter, aber das machen wir jetzt gleich. So, jetzt würde ich aber noch. Gekonnt ignoriert deine Frage. Ach so, ah, da war noch was. Nicht ignoriert, einfach nur überlesen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich bei ihm auf dem Discord bin. Ich glaube nicht.
Es ist Ignoranz. Ignoranz ist hier selten Absicht. Oft einfach nur nicht ordentlich mitlesen. Ich muss ja auch noch KSP spielen. Darf ich einen Link raushauen? Ja, du kannst hier gerne. Ist Neo oder Crazy da? Dann können die dir den Permit geben. Dann kannst du auch einen Link posten. Ich habe da kein Problem mit. Ansonsten kannst du mir den einfach persönlich schicken. Dann kann ich darauf klicken am Ende des Streams. Dann finde ich den Weg in den Discord sicherlich auch. So, wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Ach, eigentlich spricht dieses Rover-Dach ja dafür, da so ein Solarpanel drauf zu basteln. Nicht ganz. Es spricht nicht ganz so dafür, ich mir das vorgestellt habe. Zack. Bisschen zu steil der Winkel, oder? Gesch, ich sag, du kannst mir das auch einfach in einer Konvo schicken, also in einer Direktnachricht, den Link. Dann habe ich ihn auf jeden Fall auch. Ich lasse jetzt kurz mal die Solarpaneele so. Das kann man nochmal diskutieren, finde ich. Das mit den Solarpanelen. Jetzt machen wir mal eine kurze Testfahrt. Also, wir brauchen Piloten, wir brauchen Ingenieur, genau, alles gut. Aber natürlich nehmen wir da qualifiziertes Personal. Der Neo als Ingenieur und Igrushka als Pilotin. Das reicht. Wir müssen nicht so viele Leben riskieren. Zwei reichen. Der Duna Rover. Zack. 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 Zack, zack. So. Und dann fahren wir einfach mal los. Guten Abend, Luca. Grüß dich. Ja, wäre gleich noch Schleichwerbung, genau. Und ich weiß nicht, was es im Krampfgarten bringt, wenn irgendwelche Leute seinen Discord joinen, um dann wieder zu gehen, weil sie nicht wissen, warum sie auf diesen Link geklickt haben. Deshalb, wenn du mir den schicken willst, schick mir den gerne. Ansonsten werde ich den Weg auch so mal finden, frühestens oder spätestens dann, wenn wir mal gemeinsam spielen. So, jetzt gucken wir mal, wie die Kiste fährt. Ich bin mal ganz gespannt. Was hat sie denn für eine Frisur? Na gut. So. Zack. So. Okay, Licht. Strom ist stabil und wenn wir fahren. Oh, Willi. Sehr schön. Okay, wir müssen unbedingt, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, wir sollten hier hinten
den Motor ausschalten. So, der müsste dann hier auch aus sein, oder? Ne. Zack, disabled. So. Das sieht doch mal ganz gut aus. Das hatte ich befürchtet. So, Brakes vorne deutlich weniger. Ich gehe vorne mal. Ich mache jetzt mal die ganzen Einstellungen kurz. 30, 30. Nope. 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 Rollt ganz gut über die Vorderachse. Liegt es am Design oder Fahrer? Das ist, glaube ich, von beiden ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, wir wollen einen Rover, der... Also später mit den Anhängern verschiebt sich das Gewicht eh nach hinten. Und ich würde jetzt eher gucken, dass wir die Bremsen vorne abschalten und dafür hinten den Antrieb ausschalten. Also dass wir im Normalfall mit Vorderachs getrieben und Hinterachs gebremst fahren. Und ich glaube, ich würde auf der Hinterachse sogar das Lenken noch ausschalten. Für den nächsten Anlauf, also vorne keine Brakes. Zack. Hinten kein Motor, kein Steering. So. Kein Motor, kein Steering. Ich glaube, das wäre ganz gut. Das wäre ganz gut für den Anfang. So. Zack, Crew. Okay, sind noch die beiden drin. Dann fahren wir noch mal kurz los und testen mal, wie sich das so ausgeht. Ja, lass mich mal kurz noch mal mit der kurzen Variante probieren, weil wenn die stabil genug ist, finde ich es eigentlich ganz nett, auch so eine, ich sag mal, eine kleine Rover-Variante zu haben, wo man dann halt bei Bedarf den Anhänger rankoppelt, den man gerade braucht. Und ich glaube, wenn der nicht über die Vorderachse bremst, ist er auch stabil genug. Das ist interessant. Wieso rollt er über die Vorderachse? Er rollt über die Vorderachse, obwohl er gar nicht bremst über die Vorderachse. Eigenartige Physik, aber es ist einfach so. Oh, der Schwerpunkt lag aber hinter der Vorderachse, meine ich. Das graue Ringsegment ist Universal Storage. Ich gucke nochmal, aber ich meine, der Schwerpunkt, deshalb sage ich ja, also vom Verhalten her ist es eigenartig. Also, dass das alles nicht perfekt ist bei der Länge des Rovers, ist klar. Aber dass er über die Vorderachse rollt, ist eigenartig. Link to Wing, grüß dich. Moin.
Oh, liegt deutlich hinter der Achse. So, was könnten wir jetzt machen? Wir könnten natürlich sagen, wir klonen das Ding nochmal. So. Ja, doch, das passt. Zack, und machen hier einfach die Räder ab. Aber dann ist das schon wieder so lang, ne? Ich finde ihn dann persönlich schon wieder zu lang. Ups. Das Kind noch ein Stützrad. Nee, das ist meine einzige Tür. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, Sie, vielen lieben Dank. 15 Monate in Folge, auch schon eine lange, lange Zeit. Das Jahr schon lange voll auf dem Weg zu 2 Jahren. Vielen lieben Dank für deinen Resub und dir weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Und ich überlege hier gerade. Wie, was, wo und warum? Ich brauche ein kürzeres Bauteil. Ich brauche was Kurzes. Als kurzes Bauteil habe ich quasi nur das. Also sinnvoll nur das. Ich hätte hier noch so eine Adapterplate. Ist aber auch irgendwie schwachsinnig. Airlock, ja, das wäre ja quasi mit Airlock integriert. Spricht mich halt null an, ne? Optisch spricht mich so richtig null an. Also ich glaube, das hier soll hinten. So, also was ich mir noch vorstellen könnte, wäre jetzt zu sagen, wir bauen den hier dazwischen. Machen so. Ich glaube, das kann ich längentechnisch halt von der Optik her noch akzeptieren. Und danach hört es halt dann echt auch auf, ne? Tja, was passt man? Was packt man da jetzt rein, ne? Packt man da jetzt rein? Ich hätte ja am liebsten so eine abgespeckte Crewkabine. Crewkabine in winzig. Eine halblange Crewkabine oder ein halblanges Storage-Ding. Aber nö. Aber was lädt man denn in so ein Teil jetzt rein? Was packt man da rein? B-b-b-b-b. Können hier natürlich noch Material Kits einstellen. Dann haben wir alles transportmäßig dabei. Weil hier haben wir schon Machinery und Specialized Parts. Was Schlaues fällt mir jetzt gerade nicht ein. Okay, neuer Anlauf, würde ich sagen. Geschi, lass mich das bitte mal nach dem Stream machen. Ich schätze deinen Eifer, aber jetzt streame ich gerade. So. Guti. Bremsen sind auf 0. Also eigentlich müsste es passen. Zack. Also jetzt würde es mich echt wundern. Jetzt sind wir schwerpunktmäßig fast mittig zwischen
den beiden Achsen. Ich überlege gerade, ob wir das noch für so ein gebogenes Solarpanel nutzen, weil die Fläche sich einfach anbietet dafür. Ja, das ist so zu viel. Wie passt denn das da rein? Huch. Ist halt nicht direkt ein Halbkreis, ne? Ist halt so mittel. Probieren das mal. Was mich da vor allen Dingen interessiert, ist, ob das grafisch flackert. Was kosten die Teile eigentlich? 21.003? Ja gut, okay. So runtergescaled kosten die halt auch echt nichts. Okay, weil dann hätten wir hier eine ganz schöne. Dann können wir vielleicht dieses komische Chinesendach da vorne wegbauen. Hast du, schönen guten Abend. So. Das sieht doch schon ein bisschen anders aus. Also wenn das jetzt nicht flackert grafisch, wäre das eine sehr schöne Lösung, finde ich, für unsere Stromversorgung. Vor allen Dingen nimmt das auch noch seitlich Sonne, die aufgeht oder untergeht, auf. Zumindest aus den Seitenrichtungen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir nicht irgendwie Richtung Osten oder Westen fahren, exakt. Ich launch das mal, ne? Wir gucken mal, ob das immer noch den Rollbären macht. Was sehr traurig wäre. Kannst du das weiterziehen? Ich kann noch vieles tun. Jetzt gucken wir erstmal, ob ich immer noch mich überschlage wie so ein Kaputter. Die PV. Was ist eine PV? Photovoltaik? Ist es in diesem Kontext eine Photovoltaik? Schönen guten Tag, Herr Last Engineer. So. So, fahren sieht schon mal gut aus. Oh, leck. Interessant. Es ist super interessant. Der hat schon wieder diese Tendenzen. Was absolut faszinierend ist, weil ich nicht gebremst habe, glaube ich. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, das Problem war. Ja, ich habe nicht gebremst, ich habe rückwärts Gas gegeben. Tatsächlich relativ gut. Das ist wichtig. Also es liegt am Fahrer. Wenn ich rückwärts Gas gebe, beschleunigen natürlich diese Räder hier rückwärts. Wenn ich bremse hingegen, ich mache jetzt gerade quasi eine Vollbremsung über die Hinterachse, blockiert die Hinterachse. Ich glaube tatsächlich sogar, wir können vorne leichte Brakes reingeben, wenn ich das korrekt mache. Du bist immer noch für ein Stützrädchen. Ja, aber. So. So, wir gehen mal ein bisschen ins Gelände raus. Ups, das sah gerade nicht so gut aus, aber hat funktioniert. So. Und ich glaube tatsächlich, ich mache jetzt mit voller Absicht eine Vollbremsung.
Ja, guck mal, selbst mit 30% Bremse vorne steht er das wie eine 1. Hervorragend. Hervorragend. Das war vielleicht nicht das Schlauste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, aber egal. Zack. Und wir können ja auch tatsächlich. Uns auch noch in den Arbeitsmodus begeben, indem wir unsere Sachen deployen. Ich bin jetzt mal gespannt, was hier passiert. Jetzt sind wir wahrscheinlich nämlich ein bisschen zu tief. Ja. Geht aber. Jetzt würde ich das gerne nochmal auf Rädern testen. Okay, jetzt ist irgendwas komisch. Woran liegt's? Liegt's an dir? Okay, also ganz sauber geht er nicht auf. Was wäre, wenn wir nur Secondary Base? Okay, ich könnte den ganz schnöden Scheiß da verbauen. Und dann könnte ich das über die Secondary Base machen. Die Secondary Base sind links und rechts. Dann könnte ich hier eine Fuel Cell und da drüben den austauschbaren Mulchzylinder oder sowas machen. Dann können wir da nur über die. Dann können wir da nur über die Secondary Base arbeiten. Das ist okay. Okay, die Solarzellen sehen auch insofern gut aus, dass sie nicht rumflackern. Gefällt mir. Was meintest du denn jetzt mit der Photovoltaik? Meintest du jetzt noch weitere Teile hier quasi über das Dach rüber bauen? So, dass das so eine geschlossene Ästhetik wird. War das der Punkt, auf den du hinaus wolltest? Okay, ja, können wir uns gleich mal angucken, wie das aussieht. Okay, das sieht doch hierher schon mal ganz gut aus. Jetzt geht der Ingenieur mal raus und probiert ein paar Sachen. Bob. So. Also erstmal gucken. Hier ist kein Inventory drin, okay. Repaint kann ich einfach so ändern, sehr schön. Ist hier Inventory, nur das. Doch, hier ist ein echtes Inventory mit 1000 Litern sogar. Okay, das heißt, wir brauchen eigentlich das Brett da oben. Oh, oh, oh. Oh, oh. Neo, 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 Neo. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Okay, dir geht's gut. Das heißt, wir brauchen das Brett da oben eigentlich gar nicht. Ich komme da eh nicht ran, stelle ich gerade fest. Was war das denn jetzt? Oh mein Gott. Okay, kletter da mal hoch. Okay, man darf nicht zu nah an diese Räder rankommen. Die sind echt gefährlich. Okay, okay, das ist auch noch nicht so schlau. Das sieht einfach nicht schön aus. Okay, aber das da oben können wir weglassen. Das Inventory haben wir dann quasi hier vorne drin. So, jetzt gucken wir mal hier. Geht auch einfach zu repainten, oder? Oh, irgendwas stockt gerade. Ja. Okay, das heißt, wir brauchen nichts, um die umzustellen. Sehr cool. Das ist gut. Also ich glaube, nötig ist es tatsächlich nicht irgendwo. Ich glaube, strommäßig stehen wir tatsächlich sehr gut da. Bots. Jetzt das wieder. Also wir brauchen noch eine andere Ein- und Ausgangstür. Also. Kleinere Anpassungen noch. Proxy, grüß dich. Mensch, gefühlt ewig nicht gesehen. Hallihallo. Schön, dass du vorbeiguckst. Also, wir brauchen irgendwie eine Form von seitlicher Tür mit einer kleinen Leiter vielleicht oder so. Ich sehe es ja ein. Oder eine kleine Leiter. Wir können die KISS-Kiste
Kiste oben runternehmen. Die brauchen wir nicht. Das Inventory haben wir im Gefährt selber. Ich muss jetzt nur noch mal gucken, ob man auf das Inventory zugreifen kann aus dem SPH, weil ich würde es natürlich gerne befüllen können. Das wäre relativ wichtig. Und dann muss der Dockingport noch korrigiert werden und dann hätten wir, ich sag mal, die Zugmaschine, die vor allen Dingen deswegen nicht funktioniert, weil ich zu dumm bin, Auto zu fahren. Und dann würde ich Anhänger bauen. Also, das kann weg, glaube ich. Hier kommen wir ins Inventory rein, das ist super. Dann können wir hier nämlich unsere ganze Ausrüstung hinpacken. So, jetzt müssen wir hier noch mal gucken, dass wir das, was wir anfassen müssen, in die Secondary Base legen. Und das wäre meiner Meinung nach eigentlich nur die Fuel Cell. Tü-tüm. Wow. Brot kann schimmeln, ich kann nix. So, und aus Gründen den Mulchtank, falls wir mal, weiß ich nicht, einfach weil es mich erheitert, auf Duna den Mulchfüllstand zu testen. So. Also tatsächlich gibt es nicht so viele aktive Teile. So. Jetzt könnte man eigentlich noch diskutieren, ob es dieses Teil wirklich braucht. Ich teste jetzt mal kurz, wie das hier so wirkt. Ah, nee, die rutschen runter. Die rutschen runter. Die rutschen an das. Nee. Nee, nee, nee. Ich belasse es dabei, Jungu. Zack. So, jetzt müssen wir mal noch mal gucken wegen der Zugangsmöglichkeit. Eine Möglichkeit, die wir hätten, wäre ja. Weiß nicht, ob es jetzt richtig rum ist. Frische. Die sieht aber nicht schön aus, muss ich der Fairness halber sagen. Achso, da steht Airlock drauf. Dann wird es wohl. So ungefähr wird es ja wohl passen. So, der Haken an der Sache ist jetzt, die ist halt echt hässlich. Ich guck mal, ob es besser wird, wenn man es symmetrisch macht. Also die gute Nachricht ist, es ist nicht teuer. So hätten wir natürlich, das wäre natürlich auch eine nette Lösung, weil hier ist eine Antenne drin. Und ein kleines Forschungslabor. Also hier kann man Data umarbeiten. Und ach, es ist eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es gar nicht schlecht. So, wir hätten da eine Airlock. Jetzt muss ich mal gucken, ob man da eine Leiter ranbekommt. Eine kleine zumindest. Oder wie wir es in Kerbel-Fachkreisen auch nennen, ein Mobility Enhancer. Nö, natürlich nicht. Ne? Einfach mal, nö. Schade eigentlich. Ah, teilweise im Rover versenken. Das können wir mal probieren. Inwiefern das mit der Antenne auch korreliert. Zack. Also hier wäre so der optische Übergang, sage ich mal, mit dem wir es abgleichen sollten.
Zack. Die Frage ist halt, können wir dann einfach einsteigen, ne? Hier ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Würde ich aber auch wieder das Ende des Überhangs als unsere Referenz nehmen. So. Hier kann man natürlich sagen, gehen ein ganzes Stück weiter noch. Hier gibt es ja keine Antenne oder so. Umlackieren. Ja, tatsächlich ist es aber gar nicht so übel. Könnte ich natürlich den Wortnähe draus machen. Also ich tendiere gerade dazu, auf jeden Fall dieses kleine Labor zu behalten. Das hat nämlich tatsächlich mehrere gute Gründe. Also einmal natürlich, dass ich kriege eine Tür in den Rover rein, das testen wir dann auch gleich noch. Ich kriege ein kleines Science-Labor, wo ein Wissenschaftler drin sitzen kann, der Data schon mal umarbeitet, während man unterwegs ist. Und ich kriege eine Antenne und das alles in einem so einem Modul. Das ist natürlich hoher Luxus. Felix, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. Das ist natürlich hoher Luxus. Ich überlege jetzt gerade, was wir mit der zweiten Seite machen. Meine fast schon Präferenz wäre jetzt so ein Mark Watney Gedächtniszelt dahin zu bauen. Und zu sagen, wenn mal was ist, haben wir hier ein aufblasbares Emergency-Zelt. Vor allen Dingen, weil das tragbar ist, ne? Zack. Eigentlich ganz cool, oder? So ein Notfallding mitzuhaben. Was haltet ihr davon? Dann haben wir hier einmal so Emergency. Da kann man es lange drin aushalten. Was gibt es sonst noch? Na, nicht so viel. Das ist ja das Problem. Es gibt ja sonst nicht so viel. Es gibt halt in der Colonization noch einen Auxiliary Control Module. Das ist im Prinzip ein Command Pod, wenn man keine Kontrolle hätte. Ein Attachment Point, das Airlock. Das ist, glaube ich, tatsächlich. Und das ist so ein Emergency Shelter gibt dann einfach das Richtige wieder, dass wir sagen: Oh Gott, hinten, unsere Passagiere sind verunglückt, wir können das Ganze nochmal zurechttüdeln. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir hier noch die. Jetzt wird hier noch ein Wissenschaftler mitgenommen. Bei Robert ist Notfall der normale Zustand. Was ist denn mit euch falsch? Ne, der Command-Pod ist einfach redundant und gut. Wir haben hier vorne ja ein Command-Ding. Und deshalb macht das nicht so viel Sinn, den hier in diesem Falle mit zu haben. Das ist eher gedacht für solche Dinger. Die haben halt keinen Command. So. Sehr schön. Okay, dann speichern. Und ja, wartet hier, den wollte ich noch umholen. Und Antenne wollten wir noch ranmachen. So, zack.
Und Antenne. Antenne. Da würde ich was Geschmeidiges, Stromlinienförmiges nehmen. Nämlich einfach hier so eine Staubantenne einmal versenken hier auf dem Dach. So, also versenken im Sinne von, ich packe die da halt drauf, fertig. Gut. Damit sollte eigentlich ein Großteil unseres Kabelbedarfs gedeckt sein. Ah. Wie Sie feststellen, können Sie hier feststellen, dass das. Nee. Bleibt erstmal dabei. So, wir fahren mal los und testen das mal alles kurz. Und dann könnten wir zum Anhängerdesign kommen. Wir müssen das halt noch landen nachher. Das ist der Haken an der Sache. Aber das ist immer der Haken. Das ist immer der Haken. Also wir müssen uns dann noch einen Kopf machen, wie wir diesen Rover nach Duna verbringen. Aber erstmal muss er fahren. Also bevor wir irgendwas machen, muss er fahren. Und wir müssen vor allen Dingen auch gut ein- und aussteigen können. So. Also, was mir schon mal gefällt, ist. Haben wir eigentlich Habitation? Ach, haben wir auch noch. Start Habitat. Sehr schön. Was es nicht alles gibt. So, das gibt uns nämlich schon mal eine Habitation von, na, immerhin 19 Tagen. Das ist nicht super gut, aber es ist. Naja, es ist da. Es ist da, trifft es ganz gut. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen Cross Country. So, Bremsen testen. Schön. Leichter seitlicher Drift, aber nichts Wildes. So, wir machen hier mal alles in Betriebsmodus. So, würden wir jetzt irgendwo Pause machen, dann hätten wir eine Habitation von 36 Tagen. Sehr schön, damit kann man doch schon unterwegs sein. Das ist jetzt natürlich der Natur der Sache des etwas nach unten verschobenen Zeltes geschuldet, dass wir hier nicht so richtig guten Bodenkontakt mehr bekommen mit den Deploy-Dingern. Die sind aber ehrlich gesagt für mich jetzt auch nicht der zwingend ausschlaggebende Punkt. Also 36 Tage Habitation, coole Sache. Jetzt testen wir mit Marius mal das Ein- und Aussteigen an der Seitenwand. Let it go. Klappt schon mal. Okay. Cool. So. Und einfach hingehen und festhalten, oder? Oh, hervorragend. Guck mal. Einsteigen. Und jetzt müssen wir ihn nur noch verschieben können, dann ist es perfekt. Ah, schön. Gut. Jetzt muss ich noch die Stelle richtig treffen. Hatte? Hatte. Nee, hat er nicht. Hat er doch. Okay. Sehr schön. Marius sitzt vorne mit drin. Man kann ihn hier bewundernswerterweise sehen. Guck mal, da sitzen sie. Oh, es ist schön, oder? Das ist wie so ein IKEA-Wohnding. Oh, was hier alles ist? Guck mal. Da kann man richtig. Da kann man drin sitzen. Ach so. Hä, was ist das?
Ist das eine Kapsel? Sieht aus wie eine Kapsel für mich. Also das hier ist das Labor. Aber was ist das? Ist das hier der kleine Wohnbunker? Nee, das sieht aus wie eine Kapsel. Ist es das Zelt? Nee. Doch, tatsächlich. Die haben für das Zelt einfach ein Kapselmodell genommen. Wie lustig ist das denn? Das ist ja diese drei, die MK1 bis 3 Kapsel, hätte ich jetzt gesagt, von der Optik her. Da war aber jemand faul, lieber Moddesigner. Da war aber jemand faul. Kann ich ja nicht gutheißen, sowas, ne? Gut, aber das funktioniert schon mal. Wir können jetzt sogar unterwegs mit dem kleinen Rover schon rudimentär Wissenschaft verarbeiten. Und sind, was ich für die Oberfläche echt in Ordnung finde, 36 Tage stabil unterwegs. Unter der Annahme, dass wir nicht versuchen dabei zu essen, weil dann verhungern wir nach 23 Tagen oder nach 23 Tagen beginnt das Verhungern. Aber das wäre erweiterbar, weil wir unsere Tanks auch umstellen können. Das heißt, wir könnten auch diesen tollen Tank hier umstellen auf Supplies zum Beispiel und die einfach mitnehmen. So, Fullspeed-Test. Ihr wollt Explosionen sehen und ihr hasst die drei Kerbals, die hier drin sitzen. Aber wir können gerne einen Fullspeed-Test machen. Mal gucken, was geht. Vielleicht packen wir vorher alle ins Cockpit. Ach, so, erstmal Antenne einziehen. So. So, wir testen das natürlich auf Asphalt. Ja, knapp 30 Meter pro Sekunde. 31. Ungefähr 32 Meter pro Sekunde. Ist okay. Also ungefähr 32 Meter pro Sekunde schafft er. Dann zieht er nicht mehr viel. Was in Ordnung ist. Was völlig in Ordnung ist. So, bremsen wir mal. Oh. Ah, okay. Da hat er ein bisschen die Kontrolle verloren. Aber es ist ein Self-Recover-Vehikel, da bin ich relativ sicher. Pass mal auf. Wir machen das wie die Erwachsenen. Und rollen uns einfach mit ein bisschen Schwung wieder auf die gesunde Seite. Na komm. Ja gut, also wir fahren keine hart gebremsten Kurven auf Duna mit 100 km/h. Okay. Ja, auf Duna sollte sich tatsächlich drehen, weil er dann noch einen kleinen Ticken mehr braucht und wir haben nur ein Drittel der Schwerkraft. Tatsächlich sollte der auf Duna rollen können. Vermute ich tatsächlich, dass das geht. Oder man schiebt mit dem Jetpack nochmal oder sowas. Aber
Ich glaube, den kann man drehen. Und man sollte halt nicht fahren wie ein Asozialer auf Duna. Da haben wir eh keine betonierten Straßen. Also ich nehme nicht an, dass wir da mit ja, etwas über 100 km/h, ja tatsächlich bei 32 Metern pro Sekunde, durch die Gegend bügeln. Das sieht gut aus. Ich würde jetzt mal den ersten Anhänger bauen. Und zwar würde ich als erstes den... Was bauen wir denn als erstes? Bauen wir als erstes den Science-Anhänger. Tendenziell eher den Science-Anhänger bauen, glaube ich. So. Okay, das heißt, geht folgendermaßen los. So. Zack. Ah nee, also ja, Science lang, nee, das eine ist Crew, das andere ist Science, ne? Oder machen wir Crew und Science kombiniert und dann gibt es noch einen Lastenanhänger? Ja, ich glaube, wir machen Crew und Science kombiniert. Weil wenn wir Science machen fahren, Science machen fahren, ist auch super, super, super Begrifflichkeit. Die solltet ihr unbedingt euren Kindern beibringen. Es ist sehr gutes Deutsch auch. Science machen fahren. Dann ist ja eigentlich auch immer ein längerer Aufenthalt gedacht. Die flexiblen Docking-Ports, das funktioniert so nicht, Sunny. Sobald ich die verbinde, wenn du jetzt diese Flexo-Tubes meinst, sobald du die verbindest, werden die fest bei KSP. Also ich kenne bei KSP eigentlich nur, ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber ich kenne eigentlich nur... die also steife Verbindung. So. Also ich glaube, ein komplettes Labor werden wir nicht mitnehmen, oder? Das Duna Science Ding ist ja ein Labor. Das heißt, hier lassen wir das kleine Labor, wir bringen die Wissenschaft eher zurück. So. Shadow Drone, vielen lieben Dank für 2 Bits. Dankeschön. Seems good. So. Die Greifhaken-Dinger. Ja, aber die sehen scheiße aus. Und glaub mir, in den Situationen, wo es drauf ankommt, wollt ihr alles benutzen. Nur kein Greifhaken-Ding. Greifhaken-Dinger sind nämlich fürchterlich. So, jetzt nehmen wir mal Science-mäßig. Fenden Rover Mod gibt es weiche Verbindungen. Ja, aber die Docking-Ports tun doch. Ist doch alles gut. Ist doch alles super. So, wir wollen passive bremsende Verbindung. Ist gut. Oder Räder. Passive bremsende Räder. Warum ist das gerade so komisch? Ach so, weil ich es dumm angeschlossen habe. Ja, ich verstehe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Es gibt ja von Universal Storage, offensichtlich mehrere dieser. Das sind aber einfach die unterschiedlichen Größen, richtig? Richtig. Was ist denn der Unterschied zwischen dem und dem 8-Bay Service Core? Das ist doch das gleiche Ding in grün, oder? Hate. Tja, Octocore, ich glaube, du hast sowas von hart ausgedient. Sag nicht, dass er das auch schon konnte. Pow. Hate and Function.
Aber jetzt ist es noch viel schlimmer, ne? Sagtest du cool bist? Nein, du bist nicht cool. Warum willst du nicht cool sein? Was für abgefahrene Scheiße. Das reicht halt ganz knapp nicht. Die zwei Teile auch entsprechend größer machen. Das eben war ziemlich cool. Obstruction detected. Ja, bla bla bla. Kann ich das in kurz kriegen? Please? Das ist eigentlich leider genau das, was ich gerne hätte. Gibt's das bitte auch in kurz? Okay, das heißt, in der Länge gibt's dann quasi. Ach, die G in die Fahrerkabine gebaut. Nee, wir machen das hier mit einer Heizung. Ah, das ist dann wieder zu groß. Das ist dann wieder zu viel. Zu viel Science, meine ich damit. Aber tatsächlich zwei von den Höheneinheiten kombiniert mit. So, jetzt mache ich es mal hier. Wir nehmen auf jeden Fall das Weiße. Wow, komm, wir nehmen hier auch das Weiße. Primary Bay Deployment. Machen die Primary Base einfach zur Seite? Ja. Und jetzt machen wir sie einfach limitiert. Abgefahren ist das denn? Richtig gut. So, Freunde. Experimentezeit. Sehr schön. Lasst uns erstmal das einbauen, was in Form von Wedges da ist auch. Accelerometer Graph Max. Oh, kann ich bei dem nicht die Umhüllung wegbauen? Das ist ja ärgerlich. Na gut, also dann ohne. Gedacht, man kann das abschalten im neuen, aber scheinbar nicht flächendeckend. Schade. Hallo Didi. Grüß dich. So. Jetzt doof. Das zerstört gerade so ein bisschen meine Welt, dass das da. Ich hatte mich jetzt so gefreut, das damit zu machen. Jetzt geht das einfach nicht. Es sollte auch welche ohne Hülle geben. Das sagst du doch jetzt nur so, um mich zu trösten. Das hier ist
Ja, alles mit Hülle. Ach, schade. Gar keine mit Hülle. Vielleicht überlappt sich das irgendwie. Nee, aber ich habe hier eigentlich nur. Ich habe hier eigentlich nur die. Ich habe nur Universal Storage installiert. Also von daher. Also das neue Universal Storage. Man könnte die natürlich trotzdem einfach einbauen, ne? Das stört ja nicht. Stören die? Ja, schön ist halt anders, ne? Ach, jetzt bin ich ein bisschen unglücklich. Ich habe mich gerade so gefreut. Und schwupps, unglücklich. Schwupps, einfach unglücklich. Okay, ich leg das mal kurz zur Seite. Und guck mal, was die Rover-Fabrik so dafür hergibt. Wir hätten hier nämlich noch so ein Cargo Bay. Das ich jetzt einfach mal umbenenne in das Science Bay. Da steht ja auch Caribou Expedition Rover. So. Kombinieren das Ganze hier hinten mit einem, ich kann da Räder ranbauen, Ding. Dann könnten wir hier nämlich sagen, Science Pause, zack, und bauen hier jetzt die ganzen Experimente rein in den Trailer. Das optisch, also hätten wir jetzt hier die ganzen Experimente in dieses Klappengedöns-Ding bauen können, hätte es mich echt gehabt, aber ich finde das jetzt gerade ein bisschen schade. Mit ein bisschen meine ich ziemlich. Ey, geht er jetzt ran? Zack. Guck mal, das so als Science Trailer. Weil dann könnten wir hier hinten jetzt die ganzen Experimente reinbauen. Hier machen wir Supplies rein. Einfach für, weil wenn wir damit unterwegs sind, ist ja ganz viel. Na komm. Da sind wir ja dann quasi auf Reisen für längere Zeit. So, und jetzt kommen hier die ganzen kleinen lustigen Experimente reingebaut. Dann können wir nämlich auch einfach die Originalexperimente nehmen. So, jetzt lasst mal gucken, ob das so funktioniert, wie mein kleiner Kopf sich das denkt. So, also, ein Thermometer sollte ja nicht die Riesenproblematik darstellen. Wir klemmen jetzt hier einfach ein Thermometer an die Wand. Zack. Natürlich sind wir sehr. Kommt da der Smart rein? Ja, genau. Da kommt. Ich baue jetzt noch so einen kleinen Rover, der parkt dann da drin. Wichtig ist, wenn ihr sowas macht, macht Docking-Ports dazwischen, weil die müssen angedockt sein. Zwischendrin. Tatsächlich könnte man überlegen, ob man. Ah, das wäre aber auch ein bisschen. Das, ja, wäre schon ein bisschen mies, aber gleichzeitig auch irgendwie cool. Ich brauche da hinten aber eigentlich noch was anderes, um. Das Ding zu parken, ne? Da müssen wir uns noch was ausdenken. Jetzt machen wir erstmal die Experimente fertig. Atmospheric Sounder. Also man braucht eine Atmosphäre. Und das ist ein Resource Scanner. Also eigentlich interessiert es uns nicht. Oder? Kann das ein Experiment? Es macht das Wissenschaftsdaten? Das klingt für mich nicht so. Das klingt für mich wie miss welcher Atmosphärengas. Obwohl, aber eigentlich ist das auch eine interessante Information für die Zukunft. Also warum nicht? Kommt. Zack. Ja. An diesem Schild. Why not make all the science? Aquatik ist durch. Asteroid Sounding Experiment. Nope. Atmospheric Fluid Spektrometer. Auf jeden Fall. Natürlich wollen wir die Zusammensetzung dieser abgefahrenen Atmosphäre messen.
Und nebenbei können wir es dann auch noch als Staubsauger benutzen. Warum? Irgendeine Richtung muss doch hier funktionieren. So, kannst du von draußen Atmosphäre reinsaugen? Surveillance-Kamera, nein. Seismik-Accelerometer. Sehr wichtig, auch immer in fahrende Fahrzeuge einbauen, damit ihr die ganze Zeit Alarme bekommt, dass ein Erdbeben stattfindet gerade. So, zack. Auch hier sehr wichtig. Magnetometer. Orbit. Nope. Upper layers of the surface. Yep. Yep, yep, yep. Yes, please. Nach Wasser suchen, unsere höchste Aufgabe natürlich, während wir hier unterwegs sind. Flight Computer Unit brauchen wir nicht. Der Exocorbel Core Drill. Ja, aber den müssen wir tatsächlich außen irgendwie anbringen, weil wir müssen ja irgendwie Kernbohrungen durchführen. Funktioniert das? Ja, ganz hervorragend. Das ist sogar. Zu tief gewesen, das System. Immer noch ein bisschen zu tief. So. Sehr schön. Aber ich glaube, der nimmt einfach nur Bodenproben, oder? Nee, ein Core-Sample. Okay, das ist noch was anderes. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich muss mal hier kurz zumachen, um zu gucken, wie ich den genau platzieren kann. Aber viel besser geht das, glaube ich, gar nicht. Jetzt bin ich schon sehr auf der Kante. Möchtest du nicht erst einen Fahrtest machen? Den Fahrtest mache ich gleich, ja. Aber mit den Instrumenten schon dran, weil die natürlich auch nochmal das Gewicht und alles verschieben. Und ich möchte gern testen, ob die ganzen Instrumente funktionieren. Das wäre mir sehr wichtig. Weil ohne dass die Instrumente funktionieren, habe ich ein Problem. Dann ist das halt auch alles irgendwie für die Katz. So. So, hier oben ist die Sammelstation für all das. Gamma Ray Spectrometer. Der Gaschromatograph. Bla bla bla. Sei nicht so groß. Okay, passt. Können auch mal was hier drüben an die Wand hängen. Das Anhängekonzept überhaupt geht. Du stellst mein Anhängekonzept in die Frage. So können wir nicht zusammenarbeiten, Ungu. Natürlich funktioniert mein Anhängerkonzept. Wie eine Eins funktioniert das, aber wir werden das gleich testen, keine Sorge. Liquid Chromatograph, das brauchen wir nicht. Wir wollen ja nicht in den Ozean rein. Magnetometer Boom. In der Theorie wäre das eigentlich ein cooles Experiment. Ich bin mir nicht sicher, ob das praktisch so gut funktioniert. Deshalb werde ich das außen anbauen. Tatsächlich. Oder? Es macht halt irgendwie nicht so viel Sinn innen. Weil wir werden erschlagen von diesem. Oh, wartet mal. Ich nehme alles zurück. Können das auf den Container setzen. Dann ist es wieder okay. Zum Ausfahren mal kurz. Zip, und dann können wir messen. Aber geht das überhaupt? Low to high orbit. Or on the surface, ja. Alles gut. Microgoo Containment Pod. Zack. Microgoo. Ganzes Processing Lab nehmen wir nicht mit. Multispektral Imaging Plattform. Use only in Orbit. Okay, Goo haben wir schon. Orbital Teleskop ist ein bisschen selbsterklärend. Carbonite Sample Kit brauchen wir nicht. Pressmat Barometer.
Auf jeden Fall. Nichts würde mir mehr Spaß machen, als ein Pressmatbarometer in der Gegend herumzufliegen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es schaffen, das Ding hier anzubauen und RWPS zu machen, ohne unser Fahrzeug aufzuspießen. Und gleichzeitig noch. Okay, wisst ihr was? Das ist jetzt tatsächlich so die Sache. Erstens, RWPS. Low to high. Nicht für Surface Deployment. N nicht nur Solar, auch Batterien. Das hat doch alles der. Der Dingsbums. Unser Auto. Unser Auto. Zack. Das ist unser Science Micro. Altimetry. Seismic Impact Hammer. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der sich lohnt, weil ich habe auch nicht so viele Pots zu verschießen. Central Infrared Teleskop. Ba, 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 ba. Die Surface Ablation Laser, den sollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich gucke mal, ob ich den hier noch zwischengefummelt bekomme. Muss aber eigentlich. Der Hänger ist nie allein überlebensfähig. Jetzt fangt ihr mit sowas an. Jetzt sollen die da drin auch noch überleben können. Lasers, okay. Okay, ihr wollt also, dass der Hänger auch noch überlebensfähig ist. Also erstmal hat das Ding hier Stromreserven. So. Brauchen wir eigentlich das andere Ding? Electric Charge. Das hier nicht. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das hat auch Electric Charge, aber anscheinend hat es das nicht. So. Supplies sind drin, Anhänger ist drin. Ja, wir können jetzt hier irgendwie noch so zwei, drei Stromerzeuger draufhängen, aber hinten, dann war es das auch. Dann ist es, glaube ich, alleine lebensfähig. So halbwegs. Nee, ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass es lebensfähig ist. Aber es soll auch gar nicht lebensfähig sein. Surface Scanning Module. Ja, hier kann man natürlich nach Ressourcen scannen, wenn man schon mal da ist. Surface Analyzer. Das Ding war, glaube ich, auch wieder so blöde groß, ne? Ja, okay. Kann also prinzipiell relativ weit runter. Zack. Wäre vom Abstand her okay. Würde ich wahrscheinlich sogar hier vorne dann hinbauen. Du, 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 du. Du, du, du. Das ist schon wieder falsch rum, ne? Jo. Alles gut. Zack. So. Sehr schön. Okay, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir drin. In unserem kleinen Laboranhänger. Also wir können jetzt hier gerne noch mal ein bisschen Batterien. Das ist ein Rauschen im Stream. Ja, das Rauschen ist aber kein technisches Problem. Das ist meine Frau, die sich gerade die Haare föhnt. Das geht dann weg, wenn sie aufhört, sich die Haare zu föhnen. Das hallt hier hoch, weil sie das eine Etage tiefer im Bad gerade macht. Also keine Sorge, das Mikrofon ist nicht kaputt. Alles ist super. Das muss so rauschen. Das ist reine Stream-Sabotage. Das ist reine Stream-Sabotage. So, zack, zack. Einmal alles verpackt. Sehr schön. Dann nehmen wir hier jetzt noch. Bisschen Stromversorgung mit. Weil das ja gewünscht worden ist.
Ich hätte von hinten anfangen sollen. Da, 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 da. Dio, dio, dio. So, und dann gibt es eine kleine Farbprobe. Jetzt passiert. Wo ist das jetzt da unten? Okay, wir verschieben hier keine Dinge. Ganz offensichtlich. Weil da komische Sachen passieren. Da passieren ganz offensichtlich komische Sachen. So, sehr schön, dann haben wir das. Dann brauchen wir aus der Rover-Fabrik noch einmal die Steuereinheit, dass das Ding autark funktionieren kann, wenn es mal darauf ankommt. Und auch hier natürlich eine Antenne, mit der wir eine Verbindung herstellen können, damit sich das ganze Ding autark auch irgendwo melden kann. Weil sonst ist das halt alles für die Füße. So, die da Docking Port kommt noch ran. Zack. Der kommt da hinten ran. So, dann sind wir vorbereitet mit dem ersten Anhänger. Wir werden jetzt mal das Personal etwas umplanen. Und zwar setzen wir den Wissenschaftler jetzt mal in die Crewkabine rein. Und dann fahren wir mal los, würde ich sagen. So, genau, jetzt Habitation und so gucken wir gleich. Das wäre jetzt die Langreichweiten-Ausflugsfolge. Los geht's, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie das so fährt. Aber eigentlich müsste der ganz gut fahren. Das ist jetzt nicht irgendwie total abgefahren, kompliziert oder sonst irgendwas. Ist halt ein Anhänger. Also ich erwarte ehrlich gesagt relativ wenig Probleme, muss ich sagen. Der Anhänger hat in sich ein bisschen Batterie. Eigentlich müsste das reichen. Der macht ja sonst nichts. Ja, aber der Anhänger verbraucht ja nichts für einen Motor oder irgendwie sowas, sondern nur für die Probe und ein bisschen Dings. Da ist er bockig. Ich bin ja nicht bockig, ich sage ja nur, da ist schon eine Batterie. Ja, man könnte auch noch eine reinpacken, aber ich bin mir nicht sicher, ob er so viel braucht. Ist halt alles auch Gewicht und Kosten, Freunde. Gewicht und Kosten. So, jetzt gucken wir erstmal, ob das überhaupt noch funktioniert, der Kram. So, sehr schön. Zack. Wir werfen mal alles an. Also, Habitation Start. Guck mal, das kostet 0,61. Das ist ja auch nicht so viel. Start Habitat. So, was wollten wir noch? Wir werden jetzt hier wahrscheinlich einmal die Secondary Base aufmachen und schmeißen einmal die Fuel Cell an. Jawohl. So ist alles sauber eingestellt, weil ich die ja kopiert habe. Sehr schön. Das heißt, die sollen nicht mitlenken, sondern starr bleiben. Ich lenke nur über die Vorderachse. Gut, das ist natürlich jetzt Kacke, weil ich eine starre Verbindung habe.
Frage, ob man hier Steering nicht mitnimmt, noch hinten. Ja, sehr viel besser. Okay, hintere Achse sollte mitlenken. Sehr schön. So, Bremsung testen. Sehr schön. Steht. Fahrzeug steht. Sehr gut. Deploy. Deploy all the science things. Piep, 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 piep. Science here now. Was habe ich hier noch nicht gemacht? Bestimmt irgendwas, oder? Irgendwas habe ich doch hier bestimmt noch nicht gemacht. Gravity Scans. Ja. Keep. X-Ray Diffraction Scans. Hallo, passiert schon was? Ja, okay. Okay, X-Ray Diffraction Scans, Surface Hydrogen. Zzzzt. Check. Seismic Scan. Check. So, und jetzt müssen wir die alle einsammeln gleich. Aber wir machen einfach mal alles. Mal gucken. Die müssten eigentlich alle funktionieren. Eigentlich müssten die alle funktionieren. Biodrill könnte einen Moment dauern, ja. Gut aus. Mystirigu. Das sind die kleinen Containerchen hier. Zack. Ja, sehr schön. Atmosphärenanalyse. Sehr gut. Material Study. Auch gut. Okay, jetzt haben wir ein paar Sachen. Laser Surface Scan hat auch funktioniert, Biodroid funktioniert, Mystery Gun hatten wir gerade schon, Crew Report ist klar. Temperature Scan. Okay, sieht gut aus, dann können wir das jetzt einmal, geh weg, einmal alles hier sammeln. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier irgendwie rumrennen können mit dem Typen. Ach ja, da kann ich nicht raus, verstehe ich. Das sollten wir aber auf jeden Fall wieder einfahren. So, Science soweit nicht schlecht. Retract. Decouple. So, jetzt steht er hier. Zack. Rum, 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 rum. Ich kann rumfahren ohne ihn. So. Das war vielleicht nicht die schlauste Sache, die ich in meinem Leben je gemacht habe, den einfach fahren zu lassen, aber hey. So, wie geht's dir denn hier? Du hast Essen für ein Jahr und ewig und 239 Tage Habitation. Also einen Wissenschaftler zurücklassen ist auf jeden Fall machbar. Das überlebt der knapp. Während der Duna Rover, dem geht es habitationmäßig jetzt nicht mehr so gut, weil da sitzen natürlich auch zwei Leute drin. Der hat aber seinen Notfall-Dingsbums. So. Okay, cool. Danke, Duna Rover. Das haben wir. War ein sehr schöner Test. Das geht. Jetzt möchten wir aber gerne wieder zu unseren Freunden zurückfahren. Wie viel Strom hatten wir jetzt hier? Guck mal, 1160, weil das hat doch Electric Charge, oder? Das Ding, irgendwas hat hier doch Electric Charge. Sage ich doch, dass das 1000 hat. Also von daher, Batterie können wir uns sparen. Kommt da gerade ein Armor Rover gefahren? Oh mein Gott. Wie hier einfach die ganze Zeit Leute unterwegs sind. Meine Güte. So, jetzt koppeln wir unseren Hänger mal wieder an. Mal gucken, wie gut das funktioniert. So.
Also, ich bin echt gut mit Raumschiffen. Aber rückwärts Anhänger ankoppeln ist nicht so mein Fachgebiet, muss ich sagen. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Landwirtschaftssimulator spielen müssen. Ich vermute mal, dass es aber... Upsi, nicht zu schnell rückwärts fahren. Erste Lektion. Wait, 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 wait. Okay, das war nix. Vielleicht wirklich mal ein paar. Vielleicht spielen wir demnächst mal ein paar Stunden Landwirtschaftssimulator oder Euro Truck Simulator. Ich brauche so einen Laser. So ein Lasermessgerät, was mir sagt, wo ich hinfahre. Düt, 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 düt. Ha, okay, es funktioniert. Oh, jetzt hat sie irgendwie die Räder reverted. Okay, geht aber. Kann man ja schön schnell umstellen. Okay, komischerweise nach dem Andocken steuern sie andersrum. Okay, aber insgesamt okay. So, und insgesamt auch jetzt wirklich long-term-mäßig einsetzbar. Also da können wir schöne lange Ausflüge auf Duna machen mit stundenlangen Roverfahrten. Ich weiß, dass ihr drauf steht. Gebt es einfach zu. Aber ich gebe euch recht, ein bisschen mehr Licht kann das Ding auf jeden Fall vertragen. Ich würde sagen, wir recovern das jetzt gleich mal. Und nutzen, dass es dunkel ist, um einmal zu checken, wie wir mit Licht am besten dastehen noch. Also ich würde, glaube ich, so ein bisschen die Umgebung halt ausleuchten wollen. Das hilft, glaube ich, dann auch ein bisschen, wenn wir mal Stopp machen und irgendwas untersuchen wollen oder sowas. Um zu sehen, was man da so treibt. Ich muss jetzt mal verschiedene Scheinwerfer testen, weil die Runden sind ja eher so für die Entfernung. Ich würde mal gucken, ob ich mit den eckigen vielleicht so den Nahbereich gut beleuchtet bekomme. Sodass wir dann, ja, ich sag mal, angenehme Unterbodenbeleuchtung für unser Fahrzeug haben. Und in die Tiefe noch etwas sehen können. In die Fahrtrichtung ist es ja schon ganz gut durch die fest integrierten Scheinwerfer, finde ich. Ich denke mal vor allen Dingen so seitlich, nach hinten seitlich hinten, ja, hinten seitlich hinten, könnte man noch ein bisschen was tun. Henry, auf Wiedersehen. Tschüssi, schönen Abend dir. So, da können wir beleuchtungsmäßig noch ein bisschen was tun. Ich würde jetzt nämlich mal gucken, ob wir nicht mit den Dingern hier eventuell... ausreichend Freude fabrizieren können für unseren Nahbereich. Bisschen höher. So. Zack. Und die hier würde ich tatsächlich dafür nutzen. Ja, gut, das müssen wir jetzt einzeln machen, dummerweise. Eher zu gucken, dass wir sagen. Hier. Ist nicht so die Richtung, die ich mir vorstelle.
Hä, um was für eine Achse dreht ihr denn da? Genau, das wäre eher so der Part. Oder? Ich krieg die ja leider nicht synchronisiert gebaut. So hätten wir, glaube ich, ganz gut da noch mal Licht nach hinten. So. Lass uns einfach kurz testen, ob das lichtmäßig ausreicht oder ob es noch mehr braucht. Positionslicht am Dockingport. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, tatsächlich. Na, längere Ladepause, Trommelwirbel. Schafft das? Schafft das? Ich bin bisher tatsächlich seit dem Update sehr, sehr positiv überrascht, wie stabil es läuft, also KSP. Die Ladezeiten sind etwas länger geworden, würde ich sagen. Aber dafür ist es bisher noch gar nicht abgestürzt. Also tatsächlich noch gar nicht abgestürzt im Stream. Also ich klopfe mal auf Holz. Bisher hat das. Och ja, so ganz nett. So die Umgebung. Und guck mal, wenn wir nur die Dinger haben. Ist es auch noch ganz angenehm. Da könnte man aber fast überlegen, ob man die hier. Nicht nochmal hier hinten und hier vorne seitlich hinbaut, oder? Dass man. Olli, tschüss. Dass man hier nochmal Licht hat, irgendwie seitlich. Also hier so auf der Höhe und hier auf der Höhe. Weil das ist echt ein angenehmes Arbeitslicht und das wäre hier dann eher so für, ich sag mal, rückwärts einparken oder sowas. Weil die sind mir schon fast wieder ein bisschen zu hell. Muss ich sagen. Aber die finde ich gut. Wenn wir die jetzt, wie gesagt, hier nochmal platzieren, da nochmal platzieren, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Let's do this. Let's do this. Die anderen, diese, ich sag mal, Rückfahrleuchten, ich lasse die jetzt einfach mal dran. Passt schon. Ist jetzt nicht so wild. Machen es jetzt nicht kaputt oder sowas. Und Sensose, auch dir einen schönen Sonntagabend. Wir machen auch nicht mehr so lang. Ich mache jetzt noch die Lichtkonzeption fertig. Dann schauen wir mal, wen wir heute noch heimsuchen.
So. Ich habe leider im Moment noch so ein bisschen mit Zahnschmerzen zu kämpfen. Ich war letzte Woche oder jetzt diese, noch ist es ja diese Woche auch nochmal beim Zahnarzt. Also es ist jetzt so ziemlich die letzten Behandlungen, aber das geht gerade nochmal ziemlich ans Eingemachte, muss ich sagen. Also die Unterkieferbehandlung, die hatte ich am Mittwoch. Da habe ich immer noch was von. Also ich habe heute bisher nur eine Schmerztablette genommen, muss jetzt aber auch sagen, so langsam. So langsam merke ich aber auch, dass ich nur eine Schmerztablette genommen habe. Von daher werde ich nicht ganz so in die Länge ziehen, einfach um meinem armen Mund auch noch ein bisschen Chance zu geben, sich von diesem ganzen Geseier zu erholen. So, ich würde die eher nach vorne setzen. Dann auch hier vorsichtig und umsichtig im Fahrzeug versenken. Aber wie gesagt, das ist zum Glück nicht mehr so ein Riesenthema. Der ganze Zahnarztkram. Ich muss jetzt noch in der ersten Dezemberwoche noch zweimal hin. Und dann ist der Drops endlich ausgestanden. Dann ist es endlich vorbei. So. Zack, zack. So, ich glaube, dass das ganz nett funktionieren dürfte. Was man noch überlegen könnte, wäre natürlich zwei Leuchten hier hinzunehmen, die wir ins Fahrzeug versenken. Ich drehe die auch gleich noch ein bisschen, um einfach so ein bisschen Rückfahrlampen haben. Es ist natürlich überhaupt nicht. Ich sehe jetzt, dass es leider auch den Effekt hat, dass ich schon wieder einen Panda-Bär baue. Aber das war nicht meine Intention. Es ist sogar der perfekte Panda-Bär. Guckt ihn euch an. Mit Ohren. Ja, gut, das ist ein Panda-Bär mit einem sehr verstörenden Mund. Aber ansonsten 1A Panda-Bär. Okay, wir testen das nochmal. Würde ich sagen. Zack. Und ich glaube tatsächlich, dass das von der Beleuchtung her auch reichen dürfte. Weil jetzt haben wir so links und rechts vom Fahrzeug einen nett ausgeleuchteten Bereich. Da kann man dann arbeiten, wenn irgendwas am Fahrzeug ist. Vor allen Dingen seht ihr auch, wenn ich am Fahrzeug arbeite mit den Kurbels. Und wir können mit den großen Scheinwerfern auf die Entfernung gehen. Sagt die Theorie. Nach vorne gerichtete Scheinwerfer. Vorne hat schon Scheinwerfer, das Auto, Ungu. Weil wenn ich die nach vorne an den Anhänger mache, dann beleuchte ich ja das Auto. Was irgendwie schwierig ist. So. Bessere? Ne, ich finde die nach vorne echt gut eigentlich. So. Das sind, glaube ich, auch so ziemlich die gleichen. Ich finde, die haben sogar ein bisschen weiteren Winkel als die. So, jetzt lass mal gucken. Ich mache jetzt mal voller Absicht die hier aus. Guck mal, jetzt haben wir links und rechts nämlich eine sehr angenehme, gleichmäßige Beleuchtung. Wenn man jetzt hier mit dem Körbel unterwegs wäre. Ich ziehe ihn mal kurz um in ein aussteigewürdiges Gerät. Lalalala. So, der Marius macht jetzt mal eine EVA. Guck mal, wenn ich jetzt hier rumlaufe, habe ich eine schöne Beleuchtung, aber es ist halt irgendwie auch nicht strahlend hell. Man sieht schon noch, dass es nachts ist. Guck gerade mal auf dem Stream, wie es da aussieht, aber das sieht doch gut aus. Wir können hier gut arbeiten und vor allen Dingen, wir haben das im Nahbereich beleuchtet, also
Es ist wirklich am Fahrzeug dran. Ups, ups, ich bin schon wieder an dieses Rad gekommen. Oh nein, Marius, bitte stirb nicht. Marius? Okay, ihm geht's gut. Leute, ihm geht's gut. Alles super. Der Bart hat den Fall gebremst. So, vorne ist auch soweit gut beleuchtet. Andere Seite auch. Also man sieht alles ganz gut. Ich klappe jetzt mal dieses lustige Zelt aus. Kann ich das von hier? Scheinbar nicht. Okay, mal gucken, wie das aussieht mit deployedem Shelter. Auch gar nicht schlecht. Zack, 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 zack. So, wir können auch in den Shelter rein, glaube ich. Ja, sehr schön. Okay, cool. Cool. Ich finde es insgesamt okay vom Beleuchtungskonzept. Was sagt ihr so? Das ist halt. Ja. Weiß ich nicht. Eigentlich ist es schon wieder zu viel so nach hinten, weil was willst du hinten so für sehen? Aber gut, falls man mal rückwärts fährt oder so, vielleicht nett. Ja. Dann haben wir den Science-Anhänger fertig. Oder den Long-Term Expedition-Anhänger oder wie auch immer man ihn nennen möchte. Auf jeden Fall ist der fertig. Genau, dann können wir uns das nächste Mal noch mit einem potenziellen. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich einen Lastenanhänger brauchen. Ich durchdenke das nochmal bis zum nächsten Mal. Ich bin mir nicht sicher, weil eigentlich haben wir lastenmäßig die Sachen ja hier und können die Tanks umstellen, wenn wir die brauchen. Von daher sehe ich es gar nicht so dringend als notwendig. Aber wie gesagt, durchdenken wir mal bis zum nächsten Mal. In der nächsten Woche, am Dienstagabend, 21 Uhr, denke ich mal. Ich trage es im Kalender ein. Ich melde mich im Discord, wenn es irgendwie nicht klappen sollte. Oder also später wird. Ich versuche mich nicht zu drücken, ehrlich nicht. Am Dienstag, 21 Uhr, werden wir voraussichtlich Alien Isolation weiterspielen. Mit Pulsuhr und allem Schnickschnack. Und ich werde mich weiter ein bisschen durch die Welt gruseln. Und dann gibt's am Sonntag wieder Hardcore Colonization. Da konzipieren wir dann noch ein bisschen weiter an dem Rover rum. Vor allen Dingen natürlich noch an der Verbringungsmethode. Die fehlt ja jetzt noch komplett. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie wir das Ding dann eigentlich auf Duna anlanden. Aber da können wir uns nächste Woche drum kümmern. Ein Schritt nach dem anderen. Und jetzt gucke ich mal, wo ich euch noch abladen gehe. So. Also ich kann. Gott, oh Gott, irgendwelche Menschen reden auf Twitch einfach vor sich hin. Wer macht denn sowas? Oh, ich hoffe, der Jack fährt heute noch ein bisschen länger. Oh, komm, wir gucken mal wieder, wie der Jack Auto fährt, oder? Wenn der das so spannend macht wie letztes Mal. Oh Gott, und der Schnauzer sieht auch schon ganz widerlich aus. Genau, wir geben zum Jack die Chance, dass er heute noch ein bisschen länger fährt, weil wir eher fertig sind, ist natürlich etwas höher. Das heißt, wir schauen mal bei ihm vorbei. Und dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hat eine Menge Spaß gemacht, auch wenn wir heute exakt null Raketen geflogen sind, oder? Heute war mal eher so der Autofahrentag. Und mit Autofahren geht es jetzt auch weiter beim lieben Emo-Jack mit Rallycross am Sonntag und viel Spaß beim weiteren Zugucken beim Jack mit den Motorengeräuschen. Mein Name ist Robert und tschüss. Ja, aber ich war es dann ganz gut. Ich hatte drei Fahrfehler insgesamt. Viel zu viel für die Strecke. Ja, okay. So, wen haben wir denn da? Ja, aber schau dir die letzten Wintermensa! Runden an. Das ist schon ziemlich ausgeglichen.